Willkommen zurück zu Far Cry 2. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir hatten ja die Mission noch angenommen von dem Funkturm und müssen jetzt in der Stadt wieder mal eintöten. Und da schauen wir mal, wie wir das am besten anstellen. Erstmal laufen wir ein bisschen rum und gucken. Ich lasse den mal hier stehen. Zug kommt ja hier eh nicht, aber damit ich weiß, wo es dann wieder zum Bus geht. Da vorne steht außerdem auch noch ein Auto. Und wir müssen unbedingt diese Waffe hier austauschen. Die hatte beim letzten Einsatz schon Ladehemmung. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Ja, ist ja gleich hier vorne, ne? Erstmal schauen, wo der rumrennt. Spät nachts schleichen wir durch die Stadt. Ach, da drüben. Ich denk mal hier vorne um die Ecke. Hier sind schon mal zwei Bösewichter, der auch. Da ist noch einer am Maschinengewehr. Die Frage ist jetzt, wo ist der Typ? Ne, der soll hier vorne sein. Da hinten? Nee. Die haben wir nicht umsonst. Ich bin ja jetzt schon wieder außerhalb von dem Gebiet. Ja, wo ist der? Hier ist er. Der hier. Na prima. Mitten hier in den ganzen Scheiß. Quatsch, sie hat gesagt, ich soll das machen. Moment. Kommen Sie mal kurz so her. Ja. Ah, die braucht sie im Moment nicht, aber hören Sie sich das mal an. So. Kann der mal weggehen hier kurz? Okay. So. Oh Gott, vor mir steht auch einer. Muss ich gleich mal Waffe wechseln? Ja, nicht mit einem Granatwerfer jetzt schießen. Der ist viel zu nah dran, der Typ. Los, los, los. Oh, Ladehemmung auch noch. Ja, prima. Scheiß Waffe, ey. Und wir hauen hier erstmal ab, geschmeidig. Ich würde sagen, wir hauen erstmal ab ein Stück, bis sie sich beruhigt haben. Noch weiter? Oh ja, ja. Au, ich merke aber, der Wagen hier hält. Okay, ich habe nichts gesagt. Fahren einfach mal ein Stück weiter. Fahren wir hier rein. Ah, ich wusste, die kommen. Ja, es war nicht gut überlegt, weil jetzt mein Auto auch kaputt ist. Oh Mann. Das war die Hektik.
Weil ich dachte, bevor die Waffe hier wieder klemmt, oh ja, schönes Feuerchen. Vor allen Dingen nachts sieht das ja besonders geil aus. Ne? So. Oh, da kommt ja schon unsere Mitfahrgelegenheit. Und wir sind tot. Na prima. Jetzt können wir nochmal aus der Stadt fliehen. Die wollte irgendwie nicht schießen, irgendwie. Ich habe ja schon gedrückt, aber ich musste jetzt mehrmals drücken, damit die endlich schießt, die Waffe. Ich bin am Überlegen, ob ich die goldene AK wieder mitnehme. Dafür haben wir sie ja auch gefunden. Die hält, bei der passiert das wirklich nicht. Also bei den goldenen AKs, die halten echt was aus. Wo ist er? Ja, jetzt steht natürlich hier kein Auto, oder? Doch, da vorne. So. Diesmal fahren wir aber hier rechts lang. Ich will ein bisschen in der Nähe bleiben. So. Okay. Ja, Mike Spa hat immer noch keine Mission. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die nächste. Oder wollen wir eine Hauptmission machen? Weil wir ja gerade hier in der Stadtnähe sind. Ach komm, wir müssen aber zum Waffenhändler, fällt mir gerade ein. Und der ist da hinten. Da müsste ich ja einmal bis da ganz hoch. Nee, da weiß besser, ich fahre zurück, nehme die Mission an und fahre dann da zum Waffenhändler. Genau. Jetzt dürfen wir eigentlich normal zurückfahren und ja, nichts passiert. Ich bin hier neu, ich war hier, ich komme gerade aus dem Norden und falls Sie mich fragen. Ich wollte hier ein paar Geschäfte machen. Ich bin das nicht, der hier, ne? So. Hier ist Waffenstillstand, halt dich dran. Ja, ja, ich bin das ja nicht. Alles klar. Was? Denkst du, wie ich die Schnauze voll habe hier? Den ganzen. So, machen wir noch mal Afrika. Ja, ich würde sagen schon. Wir machen einfach. Sie hat gesagt, ich soll das machen. Moment. Kommen Sie mal kurz her. Ah, die braucht sie im Moment nicht, aber hören Sie sich das mal an. Ein kleines Geheimnis. Die APR hat einen Ausländer in Dogoncediko eingesperrt. Unsere Jungs wissen nicht genau, wer er ist. Aber wenn die APR ihn hat, sollte man ihn mal überprüfen. Der hatte die Mission? Kein Geld? Will er mich verarschen? Moment. Ja, das ist, lohnt sich ja. Zum Waffenhändler da. Bis dann, Mann. Ja, Orin. So, wir müssen quasi die Straße. Was? Lass mir Ruhe. Die immer hier raus haben, was willst du? Schnauze voll. Mann, Mann, Mann. So, Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Hier zeigt er mir gar nicht diese eine Straße an. Ich muss jetzt mal ein Stück rum.
ist, glaube ich, noch weiter rum. Ich glaube hier, ne? Ich hier richtig? Jawohl. Hier sind wir richtig. Ups, hier geht's zum Wochenhändler. Ah, hier ist er ja schon. Oh, und da haben sie schon einen schönen LKW für uns hingestellt. Können wir den ja hier so hinstellen. Braucht ja dann keiner mehr. So, der ist wahrscheinlich, aber wir können ja mal gucken. Wir müssten ja jetzt eigentlich so an die 60 Diamanten haben, ne? So. Oh, hier haben wir auch noch Maschine. Ach, eine Schrotflinte ist das. Nee, da ich ja keine benutze. 63, ja. Aber hier der Granatwerfer. Die Frage ist, für welchen der die austauscht, ne? Und die Igel ist auch freigeschaltet. Eine Uzi. Ach, das war eine Mac 10. Aber ist doch genauso wie die Uzi, oder? Oder kann die Uzi mehr Munition fassen? So, haben wir hier. Ach, den neuen Raketenwerfer haben wir. Hi, 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 hi. Und hier haben wir auch nochmal eine fette. Mit dem Flammenwerfer. Ja, Mörser. Ist eigentlich nicht so mein Ding, Flammenwerfer, Mörser. Aber wenn wir genug Steine natürlich haben, kaufen wir das alles. Der war doch eigentlich viel besser wie der andere, ne? War der nicht hier gelenkt, also raketengesteuerte? Oh, wenn ich jetzt den nehme, ja, kann ich mir den anderen Anzug nicht mehr kaufen. Das ist blöd. Ach hier, die AS-50 haben wir auch noch Verbesserungen. Hier noch eine. Hier unten haben wir ja nur die... Weiß ja nicht, ob man das überhaupt braucht, die Reparaturverbesserung. So, aber jetzt reicht es auf jeden Fall noch für unseren, ja, Sprengstofftasche. Richtschutz, Schützenpaket. Tarnanzug. Machen wir mal. Wir holen uns mal das hier. Und da gehen sie weg, die Steinchen. So, hier brauchen wir auch noch was. Hier speichern wir mal ab. Hätte ich das vorher gewusst, dass die nicht bezahlt wird, die Mission jetzt, dann wäre ich zum Stern rübergegangen. Aber da hatte ich sie schon angenommen. Hm, verdammt. So, und jetzt sollten wir, aber na, wenn ich jetzt, Moment, okay, dann machen wir es mal anders, wir nehmen diese hier, die Mac, dann nehmen wir den Raketenwerfer fürs Grobe, und die Mac haben wir als Maschinenpistole und nehmen, weil wir hier jetzt die Verbesserung haben, uns die... Das ist doch Tarnflecken sind da auf der Waffe. Das ist doch kein Rost oder so, ne? Aber ich verstehe nicht. Ich habe ja für die auch Bedeverbesserungen gekauft. Warum die so schnell in Arsch ist? No. Munition haben wir voll, okay.
So. Wir haben jetzt den Tarnanzug. Leider sehe ich den nicht. Ich sehe ja nicht mal meine Füße. Also normalerweise müssten uns die Leute jetzt nicht so schnell sehen können. So, das war ja hier jetzt weiter, ne? Die Straße einfach weiter hoch. Ja, hier lang. Genau, bis um die Kurve. Und dann sind wir auch da oben schon an so einem... Können wir nach der Mission... Ah ja. Scheiße, scheiße, ja. Scheiße. Ja, bitte euer qualmendes Auto mal hier beiseite. So, hier noch vorbei. Oh, kommt da noch einer? Könnte gut sein. Hier überhaupt bin ich schon zu weit gefahren? Ach nee, wir fahren da rum. Okay, und dann parken wir da und dann... Ach, das ist ja schon wieder da in diesem blöden Dorf. Kann ich da hier rein? Komme ich nämlich von hier, von der Seite. Besser wäre natürlich von der oberen Seite. Warte mal, wie ist denn das? Kann ich hier... Nee, da geht's total... Wir müssen uns wieder durch das ganze Dorf boxen. Mann, das ist doch bloß ein kleiner. Wieso kannst du den nicht umfahren? So. Ja, wir müssen hier wieder durch. Wie heißt denn das eigentlich? Den Gefangenen aus dem verschlossenen Gebäude in Seiko befreien. Ja, prima. Gefangenen. Wir machen mal hier ihn auf Schleichen jetzt. Da hat gerade einer gehustet. Boah, das war eine Ziege. Bin ja mal gespannt, ob der Tarnanzug seine 45 Steine wert war. Da ist einer. Ah, hier gibt es natürlich auch noch einen Stein. Ich will aber hier irgendwie keinen Krieg anfangen, wenn ich ehrlich bin. Hier muss ich gucken, wo es nach oben ging. Da ist auch einer. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Ha 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 ha. Boah, ich gehe echt außen rum hier. Warte mal hier in die Büsche rein. Oh oh. Aber die haben uns noch nicht entdeckt.
euch. Na gut, gehen wir hier den Außenrand rum. Du siehst mich nicht. Ich bin getarnt. Es könnte sein, dass der gut hilft, weil normalerweise, aber wir müssen da wieder hin, ne? Ja, ich muss da leider wieder hin. Was für ein Land. Ich weiß schon nach 2 Tagen, dass man in diesem Dreckloch nichts verdient. Oh, hier komme ich doch schon nicht vorbei, oder? Die gehören ein paar korrupten Bürokraten. Wir kriegen nichts davon. Und die Einheimischen sind noch ärmer dran. Ach, da unten. Du gibst den Hungernden zu essen? Was willst du damit sagen? Dass du den Job genauso willst wie ich. Erzähl deine Story jemandem, der sie hören will. Die haben mich gesehen. Wie viele sind da? Die haben mich tatsächlich gesehen. Ja. Dann brauche ich hier auch nie einen auf Dings machen. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Keiner weiß mal alles. Wer, wo wer ist? Greifer könnte überall sein. Hier brennt's erstmal. Schreiben die. Sie suchen den, der uns angegriffen hat. Ich bin eingekesselt. Ach du liebe Scheiße. Schmeiß ein paar Granaten. Ja. Eine Granate haben wir noch. So, hier. Okay, ich mache hier erstmal schnell einen Schnitt und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.